Moin wieder und herzlich willkommen zurück zu Star Revenge 1 Star Takeover. Es ist ein bisschen her, seitdem ich das hier gespielt habe. Ich weiß, dass wir irgendwie hier weitermachen mussten in The Underwater Maze, genau. Alter, wie lange ist das her? Ich glaube, ich habe diesen Bullshit gespielt, als ich kein Internet hatte. Das ist ein bisschen her auf jeden Fall. Aber ja, nichtsdestotrotz müssen wir wahrscheinlich, denke ich mal, jetzt in dieses wunderbare Maze, um uns quasi töten zu lassen. Durch Eiswasser? Ja, hier müssen wir schon mal nicht lang. Don't let yourself fool. Also damit fangen wir doch schon mal nicht nett an. Das ist doch schon mal ein Anfang, den wir alle nicht so geil finden. I guess. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich hier ganz richtig bin. Nicht. Kann es sein, dass ich bis jetzt in alle falschen Gänge reingegangen bin? So alt, ohne Scheiß, in alle falschen Gänge bin ich reingegangen. Hä, wo muss ich denn hin? Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Um ehrlich zu sein. Vor allem dieses You Mad im Eingang finde ich sehr schön. Da freue ich mich doch immer direkt, dass ich in so ein wunderbares Maze rein darf. Das ist herzerwärmend. So, und hier ist auch nichts, gar nichts. Na toll. Da geht's lang. Wunderbar. Guckt euch das an. Uns wird sogar ein bisschen zusätzlicher Sauerstoff angeboten. Und da ist der Stern. Cool. The Garden Secret. Der vierte Stern. Okay, also müssen wir ins nächste Maze oder was ist hier jetzt los? Ach du Kacke, Alter. Das ist nicht deren Ernst. Also, nennt sie mal echt. Ist das hier das nächste? Einfach ein fucking Maze? Das ist deren Design? Oder dein Level-Design, Bro-Dude? Deins? Ja, wir werden hier schon irgendwie rausfinden, keine Ahnung. Aber findet ihr das interessant? Ich glaube nicht. Vor allem, wenn sowas passiert. Das ist natürlich immer besonders gutes Meme. Naja, von daher, wir sehen uns beim Stern oder so, I guess. Oh! Guckt euch das an. Hier ist eine Invisible Wall. Also einfach eine, nee, nicht eine Invisible Wall, sondern eine Anti-Invisible Wall. Eine Wall, die visible ist, aber keine Wall ist. Eine Wall. Keine Ahnung. Wie dumm. The Secret of Trollesia. Okay, haben wir es danach? Danach haben wir das hier ja auch schon, ne? Also, Weehawks Fort ist danach Geschichte. Wir haben danach dieses friedliche Fort, können wir verlassen. Ohne Scheiß, ich bin auch selbst schuld, ne? Es ist einfach 23 fucking Uhr, ja? Und ich denke mir so, Mensch, ich habe irgendwie Bock auf irgendwas aufnehmen. Und ist mir gerade aufgefallen, dass ich da noch das hier zu Ende führen kann, ja? Dass hier, glaube ich, noch 20 Sterne fehlen oder so. Und dann komme ich einfach auf die Idee, diesen Hack fertig zu machen, von dem ich weiß, dass er ja der erste ist und deshalb, naja, halt Qualitäten von einem ersten Hack hat, so. Was natürlich nichts Schlimmes ist, weil, I mean, es ist ja der erste Hack, aber ja, ich dachte mir halt irgendwie so, hey, let's go, Leute. Und, von daher, ist das meine Schuld, von vorne bis hinten, ja. Ich hab da, okay. Ich wollte irgendwas sagen, ich hab's vergessen. Sag mal, haben wir schon die roten Münzen? Fällt mir gerade so ein. Ja. Okay, dann gibt es jetzt nur noch ein Secret auf Trollesia. Und I don't fucking know, was damit gemeint sein könnte. Also die rote, das wäre jetzt nur eine rote Münze. Oh, lol, Alter. Ja, moin. Bruder muss groß. Okay, nochmal. Dein Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Ja, so wollte ich das. Genauso. Obey, komm da rein. I'm a motherfucking genius, Alter. I'm a motherfucking genius. Es ging da rein. Ein Problem haben wir trotzdem noch. Wie kommen wir jetzt da hoch? Wie geht das? Just saying, aber... Okay, keine Ahnung. Das war ja auch mal wieder meine Aktion des Jahres, ne? Also, kann man jetzt eigentlich nichts gegen sagen. Das war eigentlich perfekt, so. Da war nichts gut dran. Ne, keine Ahnung, ich denke jetzt einfach mal, dass man vielleicht hier oben weitere Antworten findet. Und wenn nicht, dann ist scheiße, ne? Ah, so. Jetzt mache ich einfach einen gewagten Sprung. Schon ist man hier drauf. So, easy fucking peasy. So, als hätte ich einfach mein Leben lang nichts anderes getan. Ist das wahr? Ich habe mein Leben lang nichts anderes getan. Oh mein Gott, na egal. Ja, so, jetzt nur noch an den Stern kommen, ne? So. Cool. Das heißt, uns fehlt jetzt nur noch Welt 11? Oder wie jetzt? Ja, Welt 11 fehlt jetzt, glaube ich, nur noch. Also von daher,
Keine Ahnung, ich denke das mal. Ich denke jetzt einfach mal was hier durch, ne? So, hier kommen irgendwie zu Level 11 oder so ein Shit. Oder. Would you look at this? No one up. Nein, aber, keine Ahnung, ich geh jetzt mal rein. Ich glaube, wir sind fertig hier. Okay, damit, dass das ein Boss sein könnte, hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber. Es ist kein Boss, es ist eine Slide. Es ist keine Slide, es ist eine Walk. Hä? Ob ich einfach die ganze Zeit drauf rumlaufen kann? Komm. Ja, ich wollte gerade sagen, ey. Was ist das denn? Einfach eine Walk. Schon wieder einfach eine Walk. Just. Das hat keiner gesehen, Alter. Mein Weg ist lang und kalt. Aber ich werde ankommen. Nachdem ich angefangen habe zu rutschen, endlich. Naja, aber hier ist ja wieder. Mein Weg ist kalt. Und lang. Scheiße. Ich bin zu schlecht. Nein, warte. So, jetzt hier bitte nicht so doof killen lassen. Vielen Dank. Wait, never fucking mind. Nice. Ohne es zu wissen, war das hier die schlimmste rote Münze, die ich je gesehen habe. Alter, fuck my life. So schwierig war das jetzt auch nicht, oder? Naja, geht ja noch feiner, ne? Stell dir vor, das hier würde nicht existieren. Was wäre euer Leben? Ich weiß es nicht. Na, na, na. Das habe ich gesehen. Aber holy shit. Die ganzen Schneemänner sind einfach richtig hart kacke. Die sollen einfach aufhören zu existieren, halt wirklich. Das hier ist eine rote Münze, alles klar. Die kriegt man auch irgendwie. Ich sterbe nicht. Ich sterbe nicht. Sag ich doch, ihr Bitches, Alter. So. Nur weil ich dumm bin, heißt das nicht, dass ich zweimal dumm bin. Das heißt leider nicht. Das heißt, dass ich dreimal dumm bin. Nein, Alter. Oh Gott, ey. Das war ja auch irgendwie coole Münze. Irgendwie. Auch nur irgendwie. Ich weiß auch nicht. Naja. Egal. Das war ganz okay. Genau wie die Musik. Die ist halt auch echt nur okay. So. Die ist nicht gut, aber jetzt schlecht boomen, ey. Ohne es zu wollen, würde ich es jetzt auch nicht degradieren. Naja, so ist das manchmal im Leben. So. Ich sehe meine lieblingsrote Münze einfach. So. Wir nehmen jetzt einfach mal alles mit dir auf den Weg. Ich weiß, dass, ich weiß tatsächlich noch, dass man nicht so viele braucht, wie es gibt. Aber das ist egal, denn ich bin tot. Nein, bin ich nicht. Natürlich bin ich nicht tot, Leute. Was denkt ihr euch? Ich und tot, Alter. Das ist ja ein Witz. Und, okay, ich merke schon. Ich merke schon. Alter, you fucking dare. Nee, hier hat jemand, sich gedacht, ich bin mal ein nice guy und packe hier eine, weil Backtracking scheiße ist, packe ich hier so eine Box hin. Aber der Stern erscheint trotzdem ganz unten, von daher muss ich trotzdem nochmal hochlaufen, was alles unnötig macht. Wow. Wow, won't. Ach ja, stimmt. Das war ja dieses Spiel. Okay, wo das alles geklärt ist, frage ich mich jetzt natürlich noch, was zum Fick ist da? Da ist nichts. Das ist halt echt. Ich will hier lang. Hier sieht irgendwie einfacher aus. Also. Oh, wait. Hier ist die erste rote Münze. Nicht ganz. Nein, aber cool. Also wir müssen hier jetzt lang, oder was? Okay, da hat jemand Bock gehabt. Okay, da hat jemand viel zu viel Bock gehabt. Heilige Scheiße. Alter, was ist das denn hier für ein Weg? Was ist das denn hier für ein Weg? Die Frage bleibt. Ich spring da mal ganz galant rüber. Und ignoriere die beiden letzten Münzen. Die letzte Münze, weil die ist ja wohl kompletter Schwachsinn. Und gehe ich einfach mal rein. Puh, das war knapp. Okay. Mario, what is happening? Can help? What? What? Nein, aber. Na doch schon. Egal. Er wird ja von den Sternen hier in Geficke genommen. Quasi. Ich bin schlecht. Also ich meine, ich bin ja auf der einen Seite froh, dass wir hier Bowser vorfinden und keinen normalen Alter, was kann ich eigentlich? Keinen normalen Star-Revenge-Boss, denn sie sind immer schrecklich. Also die sind immer unfair und kacke. Und das ist halt auch echt das, wovor ich mich am meisten fürchte in neuen Spielen. Leider bin ich auch kacke in den normalen Bowser-Fights, also danke sehr. I what? Was zur Hölle? Na gut, es ist mittlerweile 7:07. Ich habe morgen Schule und wir haben den Key für eine Tür, von der ich nicht weiß, welche Tür es ist. Holy shit, welche Tür muss ich öffnen? Damit, jetzt mal ohne Scheiß. So for real. Ich glaube die Tür. Die hat kein Schlüsselloch, aber hey. Ja, es ist die Tür. Cool, Mario, dass du die Wand für uns aufschließt. Ja, das sieht richtig aus. Und, oh, die Musik ist cool. Die Musik ist richtig cool. Ah, warte. Da. Special 1. Genau, meine Lieblingswelt. Also, die ist echt cool.
Und sie hat Pikmin-Musik, Alter. Alphabetic Athletic. Attack of the Wiggler. Sie hatte mal Pikmin-Musik. Checkmate. Na gut, jetzt hat sie die nicht mehr. Aber ist ja nicht schlimm. So, ist trotzdem ganz cool. Vor allem, weil man halt einfach merkt, dass Brodude kein Level erstellt hat, sondern einfach Buchstaben. So, es sind halt legit einfach Buchstaben. Es ist halt... Ja, es sind halt Buchstaben. Ich sehe nichts. Aber... Naja, auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist, apparently sind Buchstaben zusammengewürfelt ein Level. So, und das finde ich nicht schlecht. Das hat, dem würde ich zustimmen, so mit dem. Das kann man als Level sehen. Muss man aber nicht. Aber, naja, ich tue es jetzt einfach mal, weil Brody tut es ja auch. Und es ist ganz okay, ne? Also, es ist wirklich nicht schlecht. Es ist nicht schlimm. Es ist eigentlich echt cool. Okay, da ist irgendeine Box. Das freut mich für die Box. Kann man auf das Q einfach rauf oder stirbt man? Nee. Ich übrigens schon Wiggler, den wir irgendwie besiegen müssen. Nein. Just stop. Wir können hier auf das E, ist das genau, auf das E rauf. Du tötest uns nicht. Er hat uns... Er tötet uns. Okay, dann überlassen wir ihm die Chance. Wisst ihr was? Wir haben genug Zeit für rote Scheißmünzen. Und deshalb, ja, mache ich das jetzt nicht. Sondern kümmere ich mich um Wiggler, weil der muss ja irgendwo sein. Da ist er ja schon. Guck mal. Zack, die Bohne. Es laggt auch nur leicht. Er hat gar keinen Bock, sich zu introducen. Das machen wir für ihn. Okay, what did I do? Why are you hurting me? Das ist eine Frage, die frage ich mich auch. Aber irgendwie... GY, Starbird, I'm getting angry at you. Ja, wir sind gleich fertig. Ich weiß, ich habe keine fucking Ahnung, warum wir das tun. Und wir tun's. So, es ist halt ein Gesetz der Natur. Keine Fragen. Keine Fragen. Ich sag dir, um 12 bin ich fertig. So, das ist, glaube ich, denke ich. Können wir ein gutes Trinkspiel ausmachen, I guess. Also, aber naja. Wir sind ja ein jugendfreier Kanal. Wir zeigen ja super tolle Mario-Hacks, die Sachen wie Wow und Won't beibringen. Also so alles hier. Christian Minecraft-Channel-Stuff. Bloß halt nur mit Mario. Stop it einfach. Alter, ich habe dem Typen noch nie so einen harten Bitch-Slap gegeben. Nein, einfach. Können wir das mit dem Feuer lassen? Danke. Waluigi will never be playable in Smash. Best final words, Alter. Und echt jetzt? Echt jetzt? Das muss zum Schluss auch nochmal sein, ne? Also ich meine jetzt tatsächlich nicht mal das mit dem Waluigi und so, sondern egal. Egal. Wir haben den Stern. Das reicht mir. Wir haben den Stern. Wir haben 5 Sterne. Das ist schon alles gut. The eye pointed letter. Okay, okay, ja, also wir sterben heute mal wieder nicht, habe ich mir gedacht. Ich habe, ja, ich denke, das ist ganz gut so. Okay, das ist echt ein winziges T, ne? Wenn man mal so drüber nachdenkt, ist das echt klein. Aber das ist schon okay. Er tut sich aber mit dem R zusammen. Das ist auch nicht viel größer. Oh ne, vor allem neben dem Hi, hi, hi. Fuck you all, Alter. Ohne Scheiß. Das Level an sich wäre echt nicht so schwierig, wenn man nicht mit Stern zugeballert wird. Alter, heilige Scheiße. So, ich gehe einfach durch hier. Kein Bock mehr. Okay, das wird auch interessant. Genau, ja, ja, ja. Okay, wir haben's. Ich denke übrigens, ich bin richtig. Einfach aus dem Grund, dass hier ein Stern ist. Ja, das bestätigt meine Aussage. What is after M? Scheiße, ich habe das M irgendwie übersprungen. Warte mal, guck mal. Ich habe gerade in meinem Kopf halt so gezählt. So, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M. N-O-P, Q-S-T-U-V-W. Und ich war so irgendwie bei V oder so, war so, hä, warte, das M ist doch schon vorbei. Ja, N, du Hurensohn. Ich Hurensohn. Ja, und wo ist das? Wo ist das N? Irgendwo muss ja hier das N sein. Alter, ich fick euch alle. So, ganz ehrlich, ich hab jetzt auch keinen Bock mehr. Stirb. Stirb. Oh, sind wir befreit von Kummer und Leid? Nein, sind wir nicht. Du existierst noch. N. Nice. Okay, cool. Ja, ich weiß, wo ich hin muss, glaube ich. Nein, einfach nein. Gönn dir, Mario. Wie? Oh. Okay, kann mir jemand erklären, wie ich da gerade nicht gestorben bin? Wie wär's? Erklärt's mir einfach nicht. Ich nehm's einfach hin. So, also, ich meine, hat halt wirklich kein Problem mit. Bei in keinstem Maße. Von daher, naja. Stern. Reicht mir. Reicht mir tatsächlich generell sehr viel. Gut. Das ging echt schnell. Also,
Bis jetzt geht die Welt echt rucki zucki. Muss ich ja sagen. Das finde ich gut. The Real Real Lolstar. Ich denke, ich habe ihn gefunden, den Lolstar. Ach so. Ich habe mich schon gewundert, was das hier soll. Ja, na klar. Das ist der Lolstar. Wir müssen hier hoch an der Seite. Lakito will uns aufhalten, aber er schafft es nicht. Er würde es niemals schaffen. Auch du wirst es niemals schaffen. Keiner wird es schaffen. Keiner wird uns aufhalten können. Außer dieses Feuer vielleicht. Nein. Auch das würde es nicht schaffen. Nun, aber zu den Orange Coins of Anything. Jetzt wird es wirklich witzig. So, jetzt geht es nämlich an die 80 Münzen. Mittlerweile kenne ich mich ein bisschen aus. Naja. Ich denke, ich weiß, wie ich hier eigentlich relativ gut herankommen werde. So, also, denke ich mal. Holy fuck, Alter. Ey. Du musst herkommen, Alter. Nicht. Komm. Digga. Du bist kurz davor. Ich sehe es doch. Ich glaube es nicht, Hurensohn. Als ob. Als ob der Typ mich einfach darunter ge. Ficker, Alter. So ein Hurensohn. Ich fange jetzt da oben an. Das ist ja nicht auszuhalten mit denen. So. Auch das hier. Das ist gar nicht so einfach. Das ist hier vielleicht noch eine relativ kritische Stelle. Von wenn man wieder runter. Ja, genau das. Saved. Alles geplant. Alles kalkuliert. Einkalkuliert. Was denkt ihr denn? Was denkt ihr denn, Alter? Ich glaube, meine Karma-Punkte für heute sind aufgebraucht. Aber komplett, ey. Holy fuck. Was lebe ich noch? Wie lebe ich noch? Ich hätte nicht gedacht, dass ich durch den jetzt sterbe. Schlussendlich. Also das war mir wirklich... Hätte ich nicht gedacht. So. Ich weiß nicht warum, aber ich wage mich hierhin. So aus YOLO. Aus YOLO. So einfach ist das. Ja. 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 Falsche Entscheidung. Cool. Ist hier noch was? Ja gut, ist aber egal. Ich will hier nicht hin. Halt echt nicht. Das ist mir zu gruselig. Oh, oh, okay, er hat mich, aber ich hab mich, alles gut. Es ist alles im grünen Bereich. Es ist alles okay. Komm her. Komm her, mein lieber Lakito. Du kriegst es hin. Wir sind alle in einem Team. Komm her, bitte. Tu mir es nicht an. Komm her. Alter, du bist auch echt eine Gehirnbremse. Danke sehr. So. 5 Münzen noch. Da oben ist ein Schalter. Warum sagt mir das keiner? Ja, du stirb, Alter. Ganz ehrlich. Okay. Stirb. Stirb und hol den verfickten Stern, Alter. Nein, Alter. Nein. Hör auf. Bruder. Was ist mit dem los, Alter? Der ist einfach Gott. Okay, hier ist noch eine. Ich habe keine Ahnung, ob das rutschig ist. Nein. Okay, 5. Ich werde jetzt einfach die da sein lassen. Komm. Ohne größere Probleme jetzt einfach nur dahin. Und dann fertig. Haben wir die Scheiße. Ohne größere Probleme, habe ich gesagt. Danke. Okay, dann machen wir im nächsten Part das fertig. Und ja, dann fehlen uns, glaube ich, nur noch 11 Sterne, oder? Ich weiß es noch nicht. Das gucken wir dann. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war mal wieder ein Part. Und ja, bis dann. Ach ja. Ciao, Mädel.